So Leute, und da sind wir wieder bei Fallout 4. Gut, ich habe mir jetzt überlegt, ich gehe es anders an. Und zwar, zuerst mal, noch bin ich ja noch nicht so weit, dass ich ohne, also ganz ohne Fernwaffen spiele. Die machen ja immerhin doch noch ein wenig Schaden. Zwar jetzt nicht so viel wie ein hinterhältiger Angriff bei mir, aber ich glaube, hinterhältig hier zu machen ist einfach zu schwierig. Deswegen werde ich, wenn ich habe, da eine doppelläufige Schrotflinte zumindest in die Favoritenleiste legen. Und wie ihr unten seht, ich spiele mit Controller. Ja, also nicht, dass das Problem jetzt behoben worden ist. Es ist einfach so, der Xbox-Controller, also der Xbox One-Controller, der macht doch immer die gleichen Probleme. Jetzt habe ich meinen alten 360-Controller angeschlossen und siehe da, es geht. Ja. Ja, okay, egal. Und ich werde jetzt versuchen, einen anderen Weg einzuschlagen. Und falls es wirklich hart auf hart kommt, werde ich dann noch ein Med-X einnehmen, damit ich nicht so viel Schaden bekomme. Und wenn das alles nichts hilft, werde ich den Schwierigkeitsgrad darunter stellen. Also halt nur für diesen Bereich. Nachher stelle ich ihn dann wieder hoch. So. Versuchen wir uns von oben heraus hineinzuschmuggeln. Ah, da kann ich wieder nicht durch. Vielleicht gehen wir sogar an die linke Seite, wenn es geht. Schaut, da geht es nämlich auch noch irgendwie rein. Aber was mich am meisten nervt, bei Fallout 3 war es noch so, dass man die Gegner auf den Kompass gesehen hat. Jetzt? Nope. Verdammt, das hätte ich jetzt noch üben müssen, dass auf LB wartet ist und nicht auf RB. Bin ich da. Zack. Das ging schon mal gut. So. Oh, da ist aber noch einer. Ich glaube, der ist direkt über mir. Ja, der ist direkt über mir. So, ich werde aber auch nicht alles mitnehmen. Das würde... Moment. Ja, so viel Platz habe ich nicht mehr. Zeig dich! Los! Wenn du dich traust! Da in dieser Richtung irgendwo ist auch noch wer. Die lassen aber auch gar nicht. Moment, wir sind bei Gefahr. Okay, dann wird es wahrscheinlich nicht so schnell ablaufen. Bam, bam. Da.
Na, komm schon. Patrone, späte Granate. Pistole brauchen wir nicht. Au. Ist direkt über mir. Au. 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 Jetzt reicht's. Au. Komm schon, komm schon. Unter mir. Oder wie? Ja, okay. Okay, du hast mich verloren. Gut. Kann ich mich ja hier ein bisschen umsehen. Ja, war klar. Ach ja, eins wollte ich ja noch machen, habe ich jetzt total vergessen. Brauche ich nichts, denn hier brauche ich sowieso. Hoppla. Also Brille oder Filzhut sind hier unnötig. Da haue ich mir irgendetwas, das mir Sturmgasmaske zumindest etwas Schaden ja, absorbiert. So. Da ist jetzt noch eine. Dein Zeug ist den ganzen Aufwand hoffentlich wert. Wo denn? Oh! Dachte ich schon, ich sterbe jetzt einen Fallschaden. Ey, wo ist die? Ist die da drin? Tatsache. Machen wir dann einen kritischen. Bam! Okay, nicht ganz tot. So. Mehr brauchen wir auch nicht. So. Das nehmen wir. Nuka Cherry. Melone von mir aus. Auch. Chat. Gut. So. Stimpack einnehmen. Viele haben wir ja nicht. Da vorne ist eine Tür. Nice. Aber ich schaue erstmal da hoch. Vielleicht ist irgendeine Ausrüstung oder so. So, jetzt wieder, wenn wir wieder im sicheren Modus sind, Nahkampf. Was haben wir hier? Militärfrequenz? Okay, können wir uns ja anhören. Radio. Militärfrequenz. Ja, ich glaube. Automatisierte Nachricht wird wiederholt. Hier ist Gelehrter Halen vom Aufklärungsturm Gladius an alle Einheiten in Reichweite. Moment. Sind die Untertitel wieder? Was sind die Untertitel? Ne, die Untertitel sind alle ein. Warum sind die dann nicht da? Autorisierung
Okay, jetzt habe ich sie wieder verloren. Hat sich irgendetwas getan bei der... Automatisierte Nachricht wird wiederholt. Hier ist Geläte Hayden. Ja, okay. Egal. Die Dings haben, hat sich geändert, die, der Auftrag. Jetzt muss ich irgendwo hin, aber noch nicht jetzt. Jetzt schaue ich mal hier noch nach. Vielleicht gibt es ja auch einen Hintereingang. Glaube ich eher weniger, aber ne, da ist nichts mehr. Vielleicht noch da hinten, aber dann gehe ich halt wirklich zu weit weg. Gehe ich mal durch diese Tür. Was haben wir hier? Nichts. Zugekettet. Die Tür ist von der anderen Seite. Aha. Okay. Na gut, aber da hinauf möchte ich zumindest mal schauen. Jetzt kann ich hier laufen. Habe ich da alle schon untersucht? Ja, Gasmaske brauche ich ja nicht. Ja, nichts Interessantes. Gut. Okay, die Richtung. Da lang. Das heißt, wieder schleichen. Da könnten wieder ein paar sein, da drin. Sieht aber nichts aus. Ein Besen. Und eine Kaffeetasse. Jetzt habe ich schon Kaffeetasse gesagt. Kaffeetasse natürlich. Hm. War jetzt nichts wirklich Interessantes. Dann noch Öl und mal Aluminiumkanister. Ja, die ganzen Eimer und so, die sind jetzt schon ein bisschen schwer. Ich will jetzt nicht nochmal zurück. Oh, es wird hell. Ja, ist eh egal. Weil jetzt gehen wir eh irgendwie rein. Oh, da wird sogar das Ziel angezeigt. Dann könnte es sein, dass hier unser Zielobjekt ist. Obwohl, wir waren ja schon bei unserem Zielobjekt, nur haben wir da kläglich gefailt. Vorsichtig. Da unten ist jemand. Da unten ist noch jemand. Und wir gehen jetzt durch das Licht. Das ist jetzt scheiße. Ich hoffe, der geht in unsere Richtung und nicht nach links. Beziehungsweise von ihnen aus rechts. Ja, er geht weiter, er geht weiter. Er geht zu uns. Noch nicht. Noch nicht. Jetzt! Zack! Still und leise ausgeschalten. Nein, nicht still und leise! Auf einmal ist da eine Gefahr. Ja, cool. Cool! Schrotflinte, her mit dir. Bam! Erledigt. So. Wow, wow. Ha, 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 ha.
Den sehe ich so schlecht, aber treffen tue ich ihn. Oh, da ist noch jemand. Okay, da nehmen wir Doppelläufige. Ja, komm! Zack, zack! Komm schon! Heilen! Warte, Moment. Ich glaube, jetzt ist ja der perfekte Zeitpunkt für Medics. Zack. So. Zack. Zack. Alter, ich bin eine Ein-Mann-Armee. Aber der hat jetzt da zumindest ein Maschinengewehr. Was genau, weiß ich jetzt nicht. Ah! Hinter mir? Tatsache! Doppelläufige Schrotflinte. Also laut Radar sind noch 4 Gegner da. Heilen wir uns mal. Wir sind schon wieder auf Vorsicht. Versteckt. Sehr schön. Puh. Vorsicht. Dammit. Wer hat uns jetzt gesehen? Jemand unter uns. Wie können die unter uns sehen? Vor allem dieses Turret macht mir Probleme. Oder zumindest Angst. Ob es Probleme macht, werden wir bald sehen. Ich werde mal auf die Motoren schießen. Alter! Bam! Wo ist er? Komm schon. Ist er weg? Nee. Also mit diesem Wetz-Modus ist es extrem schwer zum Zielen. Da ist der normale Modus schon einfacher. Aber im Wetz-Modus bekomme ich den kritischen Meter. So. Wieder doppelläufig. Zack. Bam.
bin doch immer in Gefahr. Nee. Stimpack, Karotte. Ich glaube, der ist ja ganz in der Nähe. Weil sich das ganz schnell bewegt hat. Da. 60% und wir haben nicht getroffen. Zumindest das erste Mal nicht. Goldur. Ah, jetzt ist schon wieder soweit. Aber wisst ihr was? Ich werde jetzt irgendein Behälter nehmen. Also Behälter. Ein Kasten. Ein Schrank. Dort werde ich alles reinhauen. Oh, na egal. Und werde es mir dann nachher wiederholen. Zum Beispiel diesen Schrank. So, jetzt auf Gewicht sortieren. Maschinenpistole habe ich auch. Okay. Whatever. Ich brauche auf keinen Fall 3 doppelläufige Schrotflinten. Vor allem, wenn ich schon eine habe. Also, alle 3 weg. Ich brauche zumindest die Lederrüstung jetzt noch nicht. Kann ich mir alles nachher noch holen. Ich habe extrem viele Waffen. Ich glaube, ich muss dann wirklich mal aussortieren. Ich glaube, das reicht für den Anfang. Und natürlich gleich wieder was aufnehmen, ne? Karawane. Heute haben wir, ja, ihr könnt es dann wieder durchlesen. Ich lese mal für mich selber durch. Okay. Irgendeine Karawane hat einen genialen Hut anscheinend. Ja, okay. Oh. Ne, komm schon. Wollte sich mein Bildschirm eigenständig machen. So, was haben wir hier? Ein Meistertor. Was für ein Wert habe ich bei Schlösser knacken? Noch gar keinen. Okay. Nee, da brauche ich nichts. So, ich werde mal die ganzen Leichen untersuchen, die ich auf dem Weg hierhin gemacht habe. Schrotpatronen. Nee. Was haben wir hier? Da ist eine Schrotpatrone. Irgendwo war eine Schere. Ah, okay. Ja, das könnte ich alles mitnehmen, aber die sind ja so schwer. Die wiegen ja auch gleich mal 3 Kilo pro Stück. Die habe ich schon untersucht. No.
Klebeband. Klebematerial ist natürlich immer cool. So, gut. Dann schauen wir uns mal weiter hier um. Den habe ich auch gekillt. Aus der Entfernung. Mit der Pistole. Moment. Mein Ziel ist irgendwo anders. Ist in diese Richtung mein Ziel. Ich weiß schon wieder. Schraubenzieher, Aluminiumkanister. Lösche verbraucht extrem viel Landgewicht. Ich glaube, der kostet, der verbraucht gleich mal 6 Kilo. Da hat mich wohl jemand bemerkt. Die ganze Aufregung wegen nichts. Schau, jetzt sehe ich sie nicht auf dem Kompass. Ich weiß nicht, ob sie jetzt weitergegangen ist Richtung Tür oder ob sie wieder zurückgegangen ist. Das finde ich extrem scheiße. So, langsam. Die ist eh gerade am... Ich wollte sagen, sie ist gerade am Flexen. Ah, noch nicht. Jetzt. War jetzt ein bisschen eine komische Kameraeinstellung. Vor allem dadurch, dass ich sie jetzt nicht irgendwie ausnehmen kann. Ist das ein Bug jetzt schon wieder, oder was? Na egal. Was wir die schon dabei gehabt haben. Das wird sicher lustig. Von wo kommen sie? Links oder rechts? Oh, vielleicht auch zwischendurch. Ich hab den ganzen Tag. Ja, ich auch. Jetzt haben sie wirklich geschossen. Gut, wenn sie da durchschießen wollen. Ich soll's recht. Oh. Machen kritischen Angriff hier auf. Ich dachte, jetzt wäre der Lauf verstopft. Wäre zu schön. Ah, da bräuchte ich ein paar mehr Schüsse.
Zack. So, das war's auch schon, oder? Jupp. Die kann ich aber noch immer nicht ausnehmen. Nichts. Biometrische Scanner ist cool. Gibt radioaktives Material. Von wo kommst du denn her? Die sind da aus diesem Lüftungsschacht gekommen. Oder von hier. Ja, einmal brauche ich nicht, glaube ich. Ich habe jetzt trotzdem auch genommen. Eigentlich wollte ich die Flasche nehmen.